Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Strings. Strings sind eine wunderbare Erfindung von C++, muss ich sagen. Was wir nämlich hier einfach brauchen, ist ein weiterer Include, nämlich Hashtag Include. Und jetzt können wir hier wunderbar einfach sagen, String Includen. Fertig. Das heißt, wir können schon Strings benutzen und müssen nicht mehr über diese dämlichen Char-Arrays gehen. Yay! Okay, wie machen wir das Ganze? Wir schreiben hier statt diesem Integer, das ist nämlich ein bisschen komisch hier mit Integern irgendwas zu machen. Wir benutzen hier einfach einen String. Wir sagen einfach String. So, und jetzt nennen wir ihn einfach mal S. Ist gleich Bock auf eine Runde Gwent? Fragezeichen. So, und jetzt haben wir schon einen String. Das heißt, wir können auch diesen String ausgeben. Wir können einfach sagen hier cout. Und wir usen den Namespace std, also Achtung, wenn ihr hier vorne irgendwie dieses std Doppelpunkt Doppelpunkt gewohnt seid, das brauchen wir hier gerade nicht, weil wir hier oben using Namespace std haben, für die, die das letzte Video nicht gesehen haben. Cout und s, super. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt hier ausführen und hier steht Bock auf eine Runde Gwent. Das Ganze muss jetzt nicht mehr als irgendwie char array oder sowas deklariert werden, ist in vieler Hinsicht ähnlich, aber es ist tatsächlich eine eigene Klasse. Das heißt, das werden wir behandeln, wenn es um Objektorientierung geht. Wir haben hier aber noch Methoden drauf und wir können diese Methoden auch wunderbar benutzen von unserem Namespace, von unserem String hier. Und diese Methoden sind extrem mächtig. Wir können sowas machen wie Vergleiche, also zum Beispiel s gleich gleich Bock. Und wenn ich das jetzt ausführe, kommt hier... Ups, nein, natürlich nicht. Wir müssen die Klammern drumherum machen, weil sonst wird S direkt ausgegeben und es wird nicht mehr verglichen. Wir müssen hier einfach das hier machen, dann können wir hier vergleichen. Sind diese beiden Strings gleich? Jetzt kann ich mal den kompletten String hier reinnehmen und die beiden miteinander vergleichen. Die müssten ja offensichtlich gleich sein, was sie auch sind. 1 bedeutet true, also sie sind gleich. Und solche Sachen kann man machen. Wir können sogar... vergleichen, sind sie größer oder kleiner oder sowas, wobei ich keine Ahnung habe, was genau das jetzt bedeuten soll. Was wir aber auch machen können, ist folgendes, wir können sagen, s plus gleich auf jeden Fall. Und dann geben wir einfach mal s aus und schauen, was dabei passiert. Oh ja, ich sollte vielleicht das Semikolon schreiben. Ich habe gerade vorhin ein bisschen Python programmiert, war ein Fehler. Genau, hier sehen wir jetzt Bock auf eine Runde Quint, auf jeden Fall. Ja, also solche Sachen kann man damit machen. Wir können jetzt alle Operatoren benutzen. Wir können Gleichheit, Ungleichheit. Ungleichheit ist so. Wisst ihr hoffentlich noch. Wir können solche Sachen einfach benutzen, wie bei einer normalen Variable auch. Das heißt, String ist jetzt tatsächlich einfach verfügbar. Was wir auch noch machen können, ist folgendes. Wir können die Länge ausgeben, also sowas wie s.length, ups, length, so, und Klammer, Klammer nicht vergessen, das ist eine Methode, dazu werden wir noch kommen, über Punkt habt ihr diesen Zugriffsoperator, das heißt, ihr greift auf das Objekt zu, auf s, das ist schon mal ein kleiner Eingriff oder Vorgriff auf die Objektorientierung, ihr greift auf diesen String s zu und benutzt eine Funktion, die auf diesem String s basiert. Ja, nur so als kleines Vorher. Also das heißt, das Ding ist 40 Zeichen lang. Also im Prinzip ist es, wäre ein Char-Array von 40 Zeichen nötig gewesen. Aber ihr wisst hoffentlich noch, bei einem Char-Array hatten wir das Problem, wir konnten nicht einfach sagen, wir definieren uns ein Char-Array mit variabler Größe, sondern wir mussten die Größe fest angeben. Das geht jetzt hier plötzlich viel einfacher, nicht wahr? Wir können einfach sagen, s plus gleich auf jeden Fall. Und schon haben wir einen neuen String in unserem anderen, in unserem alten String drinstehen, der einfach verlängert ist. Solche Sachen. Ich kann natürlich auch s wieder neu zuweisen. Ich kann auch sagen, s ist gleich irgendwas. Und plötzlich haben wir hier in s nur noch irgendwas drinstehen. Und uns interessiert die Größe nicht. So, was ich auch noch machen kann, ist folgendes. Und zwar s.insert. Insert. An der Stelle, jetzt müssen wir hier die Stelle uns angucken. Zum Beispiel an der Stelle 4. Und, keine Ahnung. Wobei, nein, wir machen das an Stelle 23 vor dem Fragezeichen. Ich glaube, das dürfte hinkommen mit 23. Und was fügen wir ein? Komma, leer, Gerald. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier S auf ausgeben. Ich bin wirklich unglaublich. Okay, jetzt steht hier Bock auf eine Runde Quint, Komma, Gerald. Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben vor diesem Fragezeichen noch was Neues eingefügt. Mit diesem s.insert könnt ihr jetzt natürlich jeden Namen einfügen, auf den ihr gerade Bock habt. Also solche Sachen kann man hiermit machen.
Wir können auch natürlich wieder was erasen. Wir können einfach sagen s.erase. Die Stelle ist, keine Ahnung, 0. Also wir fangen bei 0 an zu zählen. Und wie viele wollen wir erasen? 4. Sowas in die Richtung könnte man machen. Dann kommt plötzlich nur noch auf eine Runde gewinnt Geralt auf jeden Fall raus. Also damit könnt ihr dann 4 Zeichen auf einmal löschen oder beliebig viele Zeichen im Prinzip auf einmal löschen. Und was wir auch noch machen können, ist was finden. Also innerhalb unseres Strings können wir jetzt was finden. Zum Beispiel, indem wir sagen int pos ist gleich s.find ist die Methode, Klammer auf. Und was wollen wir jetzt finden? Wir wollen die Position, an der Folgendes steht, nämlich Geralt zum Beispiel. Und dann bekommen wir Folgendes raus. Oh ja, wir sollten vielleicht noch die Position ausgeben, nicht mehr den String. Ansonsten wäre es ein bisschen langweilig. Ups. Wir bekommen Position 25 raus. Das ist quasi der Punkt, wo dieses Wort Geralt anfängt in unserem String. Das kann jeder beliebige Substring sein in eurem String drin. Mega mächtig eigentlich und sehr, sehr praktisch. So, jetzt haben wir natürlich unsere Funktion verloren, dass wir hier irgendwie drüber iterieren konnten. Und die kriegen wir wieder, indem wir sagen sowas wie, wir nehmen uns jetzt einen Iterator her. Das heißt, wir wollen da drüber iterieren. Wir fangen an bei dem Buchstaben, keine Ahnung, Bock, also B. Und wir gehen da drüber einfach, bis der String zu Ende ist. Und wir, keine Ahnung, wir geben den jetzt einfach mal aus oder sowas. Ja, schauen wir uns mal an, wie das funktionieren würde. Also für manche Fälle braucht ihr natürlich sowas. Das machen wir natürlich mit einer Vorschleife. Oh, und das ist sehr, sehr praktisch, wenn wir hier einfach das haben. Size T, wollen wir einfach mal ein Integer verwenden, würde ich mal so behaupten. Int i gleich 0. I kleiner Count. Count wäre in dem Fall, i ist auch nicht 0. I ist auch kein Integer, um genau zu sein. I ist nämlich s.begin. Ups. Und wir gehen weiter bis s.end. Also wir gehen bis zum Ende des Strings durch. Und was für ein Typ ist jetzt unser i? Also wir müssen ja noch irgendwie dem Typ geben. Das machen wir folgendermaßen. Wir kriegen nämlich aus String Doppelpunkt Doppelpunkt, ist auch ein Namespace, wie ihr sehen könnt, Iterator. Den nennen wir jetzt einfach mal i. So, und jetzt können wir da durchlaufen. i++ ist richtig. Und sagen einfach mal cout. Ups. Cout. Ah, die Position gibt es übrigens nicht mehr. Die muss hier unten weg. Das kriegen wir einen Fehler. Und zwar ist der Iterator jetzt sozusagen der Pointer auf das Ite-Element. Das heißt, wenn wir hier Sternchen i ausgeben, bekommen wir auch wirklich wieder das Element, was da drin steht, was in unserem Chart drin steht. So, wenn ich das jetzt hier ausführe, dann passiert Folgendes. Dann steht hier Bock auf eine Runde gewinnt Geralt auf jeden Fall. Warum steht das da? Wir hatten ja hier irgendwie kein Cout benutzt, außer diesem Cout hier. Naja, wir geben jedes einzelne Zeichen eben aus. Das heißt, hier kann ich natürlich auch meine einzelnen Zeichen beliebig manipulieren. Ich kann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, Sternchen i, keine Ahnung, irgendwas kann man hier damit halt manipulieren. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr da machen wollt. Ups. So. Und diese Dinger lassen sich jetzt auch mit cin oder cout benutzen sozusagen. Also das heißt, ich habe hier cout zum Beispiel. Wie ist dein Name? Fragezeichen. Und dann habe ich ein cin, das mir das Ganze in meinen String reinliest. Nennen wir ihn einfach mal string name. In meinen Namen rein. Ups. So, und dann füge ich hier nicht einfach Komma Geralt rein, sondern ich mache das Komma Leerzeichen mal da hoch und sage, ich möchte anstelle 25 was einfügen, nämlich den Namen. Also einfach hier Name rein und schon ist alles gut. Ja, Semikolon, ne? Hide and Seek Champion seit keine Ahnung wie lang. Okay, wie ist dein Name? Mein Name ist Morpheus. Bock auf eine Runde gewinnt Morpheus? Auf jeden Fall. Easy. Also so könnt ihr irgendwelche Sachen machen, zum Beispiel mit cout oder mit cin irgendwelche Strings benutzen. Und solche Sachen sind tatsächlich auch cool, wenn ihr irgendwas hin und her parsen wollt. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt eine Zeichenkette, zum Beispiel ein String, abc gleich 42. Vorsicht, das ist jetzt keine Zahl, das ist ein String. Und das einfach zu konvertieren ist nicht so easy, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, int, ich mach mal den Kram hier unten weg, den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr, int a gleich int von abc, dann passiert Folgendes. Ich mache jetzt hier mal ein cout und wir geben mal a aus.
So, dann passiert das hier. Ich kriege nämlich einen invalid cast. Ich kann nicht einfach so einen String in einen Integer casten und andersrum geht es auch nicht. Wie mache ich das also? Ich mache das über einen Stream, einen IO-Stream. Das ist das, was wir über Cout auch machen, IO-Streams. Wir machen jetzt einfach hier Folgendes. Wir sagen, wir hätten gerne ein iString-stream. Den nennen wir einfach mal Stream. Und der braucht als Parameter hier, damit wir ihn bauen können, einen String. Und da geben wir einfach abc rein. Vorsicht, wir brauchen einen weiteren Include, nämlich Hashtag include sstream. Oh, ja, Klammern, spitze Klammern nicht vergessen, sonst habt ihr ein Problem. sstream. Okay, iStringStream, Stream von abc. Und jetzt können wir einfach sagen, ich hätte ganz gerne in meine Zahl, also int a, definiere ich mir hierher. Und jetzt machen wir das einfach mal so. Wir sagen, mein Stream, der von abc abhängig ist, der heißt jetzt aber nur noch Stream, benutze ich einfach und schreibe in meine Zahl a rein. So, und das kann ich jetzt ausführen. Da wird einfach 42 ausgegeben. Das ist doch ziemlich cool, nicht wahr? Also, iStringStream bedeutet, ihr braucht als Input einen String und bekommt einen Stream zurück. Der oStringStream, der braucht als Input zum Beispiel eine Zahl. Aber ja, wir brauchen im Prinzip gar nichts. Also im Konstruktor auf jeden Fall. Ihr wisst nicht, was ein Konstruktor ist. Ich weiß, das kommt alles noch. Hier brauchen wir nichts angeben. Aber wir können einfach hier sagen, ich möchte dem jetzt meine Zahl a füttern. A gleich 42. Und in abc schreiben wir mal nichts rein. Und was wir jetzt machen ist, wir lesen erstmal mit dem Stream was und packen sozusagen irgendwas rein. Das wäre in dem Fall unsere Zahl a. Die wollen wir kopieren. Und jetzt lesen wir wieder aus dem Stream was raus und sagen deswegen, mein abc, also mein String tatsächlich, kommt aus dem Stream und benutzt die Methode str. Das heißt einfach das, was ich dort habe. So, und dann geben wir einfach mal abc wieder aus. Und wenn wir das ausgeben, sehen wir hier, wir haben eine 42 tatsächlich ausgegeben, einfach so auf der Konsole. Geht natürlich viel, viel einfacher, das einfach direkt auszugeben. Das ist, damit ihr intern auch konvertieren könnt. Das heißt, damit ihr zum Beispiel, wenn ihr was als String habt und ihr wollt das Ganze dann aber später als Zahl benutzen, dann wisst ihr jetzt, wie ihr hin und her konvertieren könnt. Okay, das ist es jetzt erstmal, was wir zu Strings machen wollen. Und ja, ich finde, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr wichtige Klasse. Also ich finde, String ist eine totale Erleichterung. Und ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und bleibt dabei. Ich hoffe, ihr, ja, wenn ihr Anregungen oder sonst irgendwas habt, dann gibt es die Kommentare und Nachrichten und Facebook und Twitter. Ich bin so ziemlich überall mittlerweile. Genau, also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.